Hallo, Hallo. schön, dass du da bist. Danke Noch, für die du bist Einladung. ja, kann man sagen, du gehörst ja fast zum Inventar, weil du hast ja 3 Wochen da gearbeitet als Artist in Residence, voriges Jahr. Und ähnliche große Bilder hergestellt. Ja, vielleicht erzählst du ein bisschen was für unsere Zuseher, Zuseherinnen. Wie kommt man zu einer derartigen Arbeit, so aufwendig, meditativ und so weiter? Was ist dein Werdegang? Mein Werdegang. Ja, das ist nicht so kompliziert. Ich bin geboren in Dimbach, das ist im unteren Mühlviertel. Lebe jetzt auch wieder in St. Nikola an der Donau. Dort habe ich mein Refugium, das ist ein Haus, das war im Gemeindebesitz. Da lebe ich jetzt mit dem Edgar, das ist mein Begleiter. Und habe dort mein Atelier und meinen Wohnraum mit Donaublick. Von deiner Ausbildung oder von dem künstlerischen Leben her, was kann man da ganz kurz zusammenfassen? Ich habe in Linz an der Kunsthochschule studiert, bei der Ursula Hübner und beim Professor Brehm, Malerei und Grafik. Habe dort verschiedenste Arten von Druckgrafik, Zeichnung, von Akt- bis Porträtzeichnung, Objektzeichnen. Also die Dinge haben mich alle interessiert. Und im Endeffekt, am Ende vom Studium, bin ich dann zur Zeichnung gekommen. Und Jetzt sitzen wir da. jetzt sitzen wir da, ja. Jetzt willst du was hören Okay, über die Zeichnungen. jetzt reden wir über die Zeichnung. Ich kenne ja deine Arbeiten, die du vor einem Jahr gemacht hast und habe da ein paar andere Sachen gesehen. Und eine, wie soll ich sagen, Technik, die dich besonders auszeichnet, ist die der Zeichenfeder. Also das Zeichenfeder ist praktisch dein Hauptinstrument bei der Herstellung von deinen Arbeiten. Du hast 2 mitgebracht. Vielleicht fangen wir mit dem Großen an, uns da irgendwie anzunähern. Wenn ich das Bild anschaue, dann sehe ich sehr verwurzelte Strukturen drinnen. Zum Teil, wenn man da Details anschaut, sind das sehr räumliche, plastische Teile, die sich immer mehr verschlingen. Und dann kommen da fast so fossilartige Formen, so ja, knochenartige, das erinnert mich fast so an Saurierknochen zum Teil, das da irgendwie so aus diesem Gewirr so heraustritt. Das ist das, als das ich sehe. Bin ich jetzt ganz weit daneben? Na, eigentlich nicht. Genau, das ist eine Zeichnung, die ist heuer im Frühling entstanden. Also sind beides ganz aktuelle Zeichnungen, wo auch neue Elemente zu finden sind. Zum Beispiel diese figurativen Elemente, die was Ornamentales haben und da zum Teil eben diese knochenartigen Elemente. Die kommen jetzt erstmals vor in meine Zeichnungen. Vielleicht liegt es an der Gesamtsituation, aber es ist auf jeden Fall was Gewachsenes, Organisches und hat vielleicht ein bisschen was Morbides. Ich nenne die Zeichnung jetzt Fleisch. Das liegt dann einfach an den Farbtönen. Die sind durch Lasuren mit der Tusche entstanden. Man merkt es jetzt da schon, wenn du über dem Bild sprichst, also ich glaube es zu merken, dass das Bild wächst. Ist das richtig? Also das heißt, es gibt jetzt nicht eine Skizze, wo die ganzen Flächen eingeteilt sind, sondern du fängst irgendwo an und es wächst dann über die ganze Fläche. Genau, das Einzige, was eigentlich festgelegt ist, ist das Format und das Werkzeug, die Zeichenfeder. Und wie dann genau die Arbeit ausschaut oder die Zeichnung, ob das dann farbig wird oder nicht farbig, welche Flächen frei bleiben oder auch nicht, das entsteht während dem Arbeitsprozess. Und diese Flächen, die ergeben sich eben durch die Arbeit dann. Also Genau. Und es ist ja so, dass während dem langsamen Zeichenprozess genug Zeit ist, immer wieder die Zeichnung zu betrachten und schauen, wo geht es weiter, wo wächst es hin. Und im Moment vom Zeichnen selbst ist es eher so eine meditative Angelegenheit, wo ich dann über das nämlich gar nicht nachdenken will. Also du fällst da förmlich rein. Genau. Wir haben ja die Gelegenheit gehabt, so einen Zeichenprozess über mehrere Tage oder Wochen mitzuverfolgen. Und das, was uns aufgefallen ist, oder was mir aufgefallen ist, dass das eine sehr detaillierte, sehr zeitraubende Arbeit ist, die fast so ein bisschen in eine Trance, in einen Ruhezustand versetzt. Ja, alles, was dann rundherum passiert, das ist wie Ist das was weggeschalten. Therapeutisches auch für die, dieses Zeichnen? Es ist eine innere Notwendigkeit, würde ich sagen. Die Tusche ist ja ein unendliches Feld, ob das jetzt die Formen oder die Farben betrifft. Die Farben,
man kann ja die Tusche untereinander mischen und mich fasziniert dann, wenn zum Beispiel so ein leicht giftiges Grün, das fast so neonartig ausschaut, wenn sich sowas entwickelt und das so einen starken Kontrast bildet. Weil alle anderen, die Linien, der dunkle Hintergrund, das ist indigoblau. Ich verwende zum Beispiel nie schwarz in einer Zeichnung. Ja. Auch die ist indigoblau, ja. Indigoblau. Okay. Weil ich finde, dass das lebendiger wird, wenn die Tusche von der Feder abfließt. Dann gibt es einen Punkt, wo ganz viel Farbauftrag ist und dann einen, wo der Farbauftrag immer weniger wird und dadurch ergibt sich schon eine Bewegung oder eine gewisse Lebendigkeit. Wenn das alles schwarz wäre, finde ich, wäre das weniger. Hast du in deiner Geschichte als Künstlerin immer sehr detailliert gearbeitet oder war da einmal eine andere Phase, wo große Formen, schnelles Ergebnis, oder bist du ein Typ für sehr konsequente, detaillierte, saubere, zeitraubende, meditative Arbeit? Es hat schon eine Phase gegeben, da habe ich großformatige Ölgemälde, habe mich mit dem beschäftigt. Alasierend, aber auf jeden Fall gestisch. Und ich habe das auch einige Zeit lang als Ausgleich zu der detaillierten Tuschezeichnung gesehen, habe aber dann gemerkt, jetzt kommt einmal so ein Punkt, wo ich mich dann entscheiden möchte und mich auf eins konzentrieren. Wenn ich jetzt ein großes Ölgemälde male, dann ist das vielleicht ein oder zweimal im Jahr. Dann ist das auch wirklich der Ausgleich, das gestische Arbeiten zu der feingliedrigen Tuschezeichnung. Natürlich, glaube ich, ist es interessant, wenn man sagt, langwierig, was ist eine Zeitdimension? Wie lange sitzt man an so einer Arbeit? Also bis sie fertig ist, es ist schwierig, das in einem Zeitraum zu sehen, weil ja oft zwei, drei, vier oder fünf Arbeiten parallel im Atelier entstehen. Und ich würde schätzen, dass das 10 Tage waren für die Zeichnung. 10 Tage mit richtig Stunden. Ja, ich gehe jeden Tag ins Atelier. Jetzt haben wir da die Feder von dir. Darf ich dir mal kurz? Ich habe das bei einigen Zeichnern schon mal erlebt, die Diskussion um die ideale Feder. Also das ist, man kann nicht einfach in ein Geschäft gehen und eine Feder kaufen. Und der Künstler damals, der hat gesagt, er hat seine Quelle in London. Also meine Quelle ist der Gerstecker. Ja. Und das sind ganz normale Schulzeichenfedern, Spitzfedern. Und die verlieren relativ. Du zerstörst jetzt gerade meinen Mythos. Ja, es ist nicht alles immer so steril. Die kaufe ich im 50er-Packel, weil ja ich einige Federn verbrauche für eine Zeichnung. Die schleifen sie vorne ab. Ja, total. Und das ist ja faszinierend, wie Papier solche metallischen Federn abschleift. Ja. Und mir liegt. Ich mag eher meine Federkiele. Der ist zum Beispiel von einem Kunsthandwerksmarkt aus zwei verschiedenen Hölzern gedrechselt. Ja. Oder dann gibt es einen, den ich sehr gern habe, den habe ich in Passau gekauft, der hat vorne ein metallisches Teil. Vielleicht kannst du uns noch was zur Pflege von Federn verraten. Ich kann mich erinnern, in der Schule war das ja immer so, dass meistens, wenn in der Schule Tusche verwendet wurde, haben dann alle die Tuschefedern in das kleine Fläschchen reingesteckt und zwei Kollegen oder Schülern ist das umgefallen und dann ist das geschwommen und das war irgendwie so fast so ein sehr verhasstes Zeicheninstrument, obwohl es unglaublich schön zum Arbeiten ist. Aber das Schwierige war dann, man hat nie gewusst, wie man die reinigt. Das zahlt sich gar nicht aus, dass ich es reinige. Ich wische es einfach ab mit einem Papiertaschentuch. Der große Fehler ist, wenn man es unter das Wasser hält und dann lässt, weil dann wird es sehr schnell rostig, oder? Oder die nicht? Das ist Messing, glaube ich. Nein, in dem Fall nicht, aber andere Zeichenfedern werden aber schon rostig. Ich bin jetzt schon ein bisschen enttäuscht, weil ich war da bei diesem Gespräch von diesen zwei alten Zeichnern dabei und der eine hat gesagt, ja, nur diese und diese Tusche und nur diese Feder, die kauft er extra, die lässt er sich aus London bringen und du zerstörst den Mythos und man kann die im großen Pack als Schulfedern kaufen und es entstehen so tolle Ergebnisse. Na, ich habe schon verschiedene Spitzen probiert, aber ich bin immer wieder zu der Spitze. Das ist ja nicht eine ganz eine dünne Spitze. Es gibt feinere Federn, ja. Wenn man jetzt da mit der Feder beginnt, dann fangst du da an, dass du so eine Form machst oder fangst du mit der Struktur innen an? Wie geht es da los bei so einem Blatt? Es beginnt eher in so einem flächigen Bereich und es sind solche so Bewegungen von der Zeichnung her. Darf ich da das? Sagen wir mal so ein flächiger, strukturierter Bereich, der sich dann auswächst über das Blatt. Es kann auch sein, dass ich dann an einem zweiten Bereich zum Zeichnen anfange und die dann zusammenwachsen.
Also es ist richtig eine organische Zeichnung. Genau. Gibt es eine Bezeichnung für diese Art von Kunst? Hast du da? Für mich nenne ich es organische Architektur, ja, die Art zu zeichnen. Ja. Es hat auch dezente Anklänge an Malerei, wie in solche Bereiche, wo zum Beispiel immer wieder drüber lasiert worden ist mit der Tusche, ganz stark verdünnt, verschiedene Farbtöne, wo dann irgendwann der Fleischton entsteht, der ja einmal ein bisschen grünstichiger ist und einmal ein bisschen mehr ins Rötliche geht. Das heißt, du nimmst da färbige Tusche? Genau. Rot oder was nimmt man da, Rot und Weiß? Da gibt es 2 bis 3 Rottöne oder Caput Mortuum, ja. Weiß in dem Fall nicht. Dann ein bisschen Gelb dazu, dann ein leichtes Grün drüber gelegt. Mhm. Das sind 2 Farbtöne, das ist zum Beispiel so ein kräftiges Gelb, ein ziemlich reines Gelb und ein Tropfen von so einem ganz reinen Grün. Handelst du von einem Bild zum nächsten oder hast du irgendwie so eine Vision, wo du hin willst? Also meistens, großteils sind die Zeichnungen Einzelstücke. Bei D2 ist das jetzt was anderes, weil diese Elemente, die so ein bisschen knochenartig sind, kommen in der Zeichnung vor. Und dann war das eine der nächsten Zeichnungen, die fertig geworden sind. Da hast du gegen die Färbigkeit entschieden. Genau, das wird eine Serie, eine 12-teilige Serie, die im Block 3x4 hängen werden, wo sie diese Blätterornamente wiederholen. Dieses Element kommt immer vor, aber in verschiedenste Anordnungen. Und auch diese Form und auch mit dem Dunkelblau, das ist bei jeder Zeichnung anders. Jetzt stellen wir nur kurz dein Atelier vor. Also es ist alles beweglich in meinem Atelier. Es gibt 2 Böcke, da liegt schräg drauf eine Holzplatte und auf der zeichne ich. Und du wechselst dann das einfach weg? Genau, ich habe zum Beispiel Nägel an der Wand, wo ich dann die Zeichnungen einhänge. Mhm. Die hängen dann an der Wand. Die schaust du dann an? Weil zum Betrachten ist es wichtig, dass sie hängen. Ja. Das Liegen ist dann nicht so ideal, weil man den Abstand nicht hat und die Räumlichkeit nicht gut erkennt. Deine Sachen sind ja auch für den Kunstmarkt. Und in welcher Preisdimension sind die ungefähr und wo kann man sie kaufen? Ja, die Preisdimension ist ungefähr 1.400 bis 6.000 Euro. Je nach Größe? Je nach Größe. Es liegt rein an der Größe, nicht was da zu sehen ist. Man kann mich gerne im Atelier besuchen, beziehungsweise sind heuer 2 Ausstellungen, auf die mich besonders gefreut. Das ist die eine in Gut Gasteil im Sommer, am Semmering, und im Herbst in der Galerie in der Schmiede in Pasching. Anna-Maria Brandstätter, herzlichen Dank fürs Kommen. Und alles Gute für die Zukunft. Danke. Und danke nochmal für die Einladung. Musik